Guten Tag und herzlich willkommen zu TPL Season 2, Spieltag 10, glaube ich. DJ? Spieltag 10? Ja. Spieltag 10. Erstmal fröhlichen ersten Advent, würde ich sagen, weil ich glaube, wir sind jetzt, glaube ich, einen Tag vorm ersten Advent. Morgen ist der erste Advent. Ich werde es zu morgen versuchen zu schneiden, das heißt direkt nach dem Kampf. Darf ich mich ans Ja. Schneiden setzen? Super. Ich würde den ersten an unser Feier unseres Todes. Ich habe Also Uhr sehr wir sind jetzt wieder live dabei. Es gibt die nächste Live-Aufnahme, weil sie uns zurzeit Glücks bringen. Also sie bringen uns halt dezent Glück. Es ist halt nicht mehr witzig. echt. Erstmal, ich habe keine Ahnung, ob ein neuer TPL-Talk kam. Grüße gehen raus an Sato. Ich hoffe, du hast weiterhin gegen uns getippt. Ich liebe dich. Nein, aber wir fangen einfach instant an. Unser Team, ihr kennt es, ihr liebt es. Wir lieben es auch. Wir haben mit ein paar Pokémon trotzdem unsere Probleme. Wir hoffen, dass wir es in den Playoffs. Wir hoffen, dass wir es in den Playoffs noch optimieren können, das Team. Und insgesamt weiterhin so machen können wie die letzten sechs Spielen, weil wir da die letzten sechs Spiele gewonnen haben. Wir kommen zum Gegnerteam. Gegnerteam, Vaping Emperors. Wir sehen ein Sonnenteam tatsächlich sogar. Was das einzige Sonnenteam ist in der Liga. Ja. Wir haben ja zwei Rain Hashtag Terrain Teams, die beides ja drin haben. Rain Terrain. Ja, und dann haben wir jetzt halt das einzige Sonnenteam, was halt aus nur einen kleinen Sonnencore wirklich hat mit Bisaflor und Glurak Y. Jedoch ist halt die Sonne immer noch ganz geil, aber das ändert nichts daran, dass wir die selber mit abusen wollen bei uns heute. Wir sehen halt Glurak, Terrakium ist halt geil, das S, Terrakium böllert halt einfach rein. Bisaflor mit Chlorophyll ist halt Dame gefährlich. Lush King ist einfach ein für uns etwas schlechteres Bild. Manche sehen es sogar besser, Robin. Lamus vergleichen, ne? Es ist halt einfach speziell defensiver als Lamus. Crocodile ist halt ein Crocodile, was soll man sagen? Rabigator ist einfach cool. Guck, ist Hydraki kann 50% unseres Teams one-hitten und stirbt dabei selber. Duraludon ist ja so ein Mon, was glaube ich in der ersten Season im A-Tier war, was aber nicht so viel gemacht hat. Deswegen finde ich es als B-Tier-Pick eigentlich ganz geil, weil ich die Typen-Kombi mag, weil das die Typen-Kombi von Dialga ist. Rocks ist immer. Und Feuerschwäche ist halt nicht mehr so krass vorhanden. Rotom ist halt cool, würde ich sagen. Du kannst halt mit dem Ding eigentlich viel machen. Du hast drei Immunitäten, das ist halt einfach geil. Wir haben zwei Pokémon mit drei Immunitäten, denn wir kommen jetzt direkt zu Apollo. Apollo, ich liebe Apollo, also muss man nicht viel sagen. Apollo und Typ 0 waren nämlich beide in unserem Team letztes Jahr. Und deswegen kenne ich mich mit den beiden ein wenig aus. Typ 0 ist halt so ein bisschen schwierig. Ich mag es nicht so gerne, weil auf den Ding spielst du eigentlich Rest Talk, U-Turn und dann irgendeinen Move, der ein bisschen angreifen soll. Das Ding muss halt abgestimmt auf ein Team sein, sonst ist es wirklich nicht so krass. Oder man spielt halt Rest Talk Toxic und dann noch einen Move. Aber es ist halt so, wie es jeder spielen will. Wespie Queen ist halt ganz okay. Im D-Tier ist halt nochmal ein Bug-Type, der, glaube ich, Webs legen kann. Oder? Kann er Webs legen? Nein, ich glaube nicht, aber es Oh, wird dann auf haben wir die jeden schlechtere Version. Na, und dann haben wir die schlechtere Evolved-Version unseres Pixies. Mehr müssen wir nicht sagen. Wir kommen zu unserem Team. Was sehen wir? Ich schau mal nach ganz oben. Wir fangen oben an. Miltank. Miltank ist heute Choice Scarf, da wir ein Scarf Rabigator outspeeden wollten. Beziehungsweise dann Ja. auch ein Scarf, was weiß ich, was das nächste war, was wir outspeeden wollten. Also wir spielen dann Scrappy, weil wir halt auch die Geist-Pokémon treffen wollen, die beiden. Nämlich machen wir sehr viel Damage bei denen mit Double Edge. Mit Body Press machen wir auch ein paar Dinge viel Damage. Mit Rock Slide, zum Beispiel auch gegen Glurak und Zen Headbutt zum Beispiel gegen Bisaflor. Insgesamt ist Miltank dafür da, um eigentlich basically zu revengen oder halt ein bis zwei Kills tun und dann wieder rauszugehen. Das Ding ist nicht da, um lange drin zu bleiben diesen Spieltag. Und wir wollten es halt einfach haben, um reinzukommen, irgendwas ein bisschen anzuchippen oder umzubringen. Ja, Und also ja. eigentlich die Revenge Killer, weil Ja. das Revenge killt wirklich sehr, sehr vieles, vor allem. Apropos Revenge Kills, wir können direkt zum Nächsten kommen, was ja immer Revenge killt. Und was wir heute ohne Flamethrower, sondern mit Overheat spielen, da wir uns dachten, Manectric hat eigentlich denselben Job wie Miltank. So ist es ein, zwei Turns drin. Entweder macht es viel mit seinen Electric-Type-Moves, oder es drückt einmal Overheat und will dann raus. Oder wir schaffen es sogar Ja. mit in den Sub zu kriegen, dass wir halt gesagt haben, wenn wir auf Switches predicten, dass wir auf den Sub gehen können, um halt einmal oder um halt dann einmal Overheat rauskriegen zu können, ohne dass wir Schaden kassieren, weil wir dann einfach auf Voltage gehen können oder einfach selber rausswitchen können.
Ja, und das ist halt, dann können wir im Kampf safe sein und müssen nicht. Und dann, wenn wir zum Beispiel mit Glurak drin sind und wir sehen, oh, die müssten jetzt eigentlich rausgehen, aber wir können halt nicht predikten, dann wird es schwierig und dann können wir einfach auf Sub gehen und vor allem gegen das Baby Clefable hilft es uns eigentlich sehr nice, weil das kann uns dann weder toxiken und der Seismic Toss bricht nicht den Sub. So, dann mein persönliches Lieblingsset diesen Spieltag ist einfach ein Full Spätstef Hitmon. Warum? Ja, das Ding tankt halt so viel, dass es halt alles trotzdem One- und Two-hittet, weil es halt Iron Fist hat und die Punches geil sind. Und also es ja. One-hitted oder Two-hitted fast alles und nimmt braucht selber 5 Hits, um es umzubringen. Dazu hat es Drain Punch, womit es sich hochhält, Rapid Swim, womit wir die Hazards wegbekommen, plus halt uns hochspeeden können, theoretisch, womit wir dann nochmal schneller als potenzielle andere Monster sein können. Das stimmt. Kommst du zur Deckenlampe, ne? Ja, ich. Okay, wir spielen wieder ein wunderbares, offensichtliches Deckenlampen-Set mit Bodypress, Stealthrock, Roost und Bravebird. Also die Moves einfach, um ihre Offensive dann anzugreifen, dass wir nicht einfach passiv drin sind und die nicht free auf Visa Floor einfach switchen können oder einen Faxen machen können und wieder ein Bravebird drücken können. Außerdem haben wir hier die Ockerberry, falls sie wieder mal mit Rocks, mit U-Turn, mit Flip-Turn irgendwas anchippen, also Skarm anchippen. Und dann sich denken, oh mein Gott, jetzt können wir mit Bisaflor Faxen machen, mit Meteorologus, Dirty ist weg. Dann haben wir die Ockerberry. Und dann überleben wir halt den Hit und dann können wir halt immer noch Faxen machen. Dann Rocks sind ziemlich geil in dem Matchup, wegen halt diesem Glurak, weil das kann keine Boots tragen. Und ja. Das heißt, mit unserem Skarm ist ja auch ein potenzieller Lead, kommt drauf an, was wir im Gegnerteam als Lead sehen. Unser Shiny, Goff Eagle, ist ein Sash, Trick Room, Gurgeist, was halt Rockslide dabei hat, weil Rockslide einfach insgesamt, die haben eine kleine Gesteinsschwäche für uns, finde ich. Power Whip hat's dabei für Team Pokémon, die Power Whip brauchen. Ne? Und halt Poltergeist für den Stab. Also Power Whip und Poltergeist sind eigentlich nur da für den Stab. Trick Room werden wir halt direkt First und rausholen, weil wir den Sash haben. Damit sind wir langsamer, weil wir halt Minus Speed spielen. Ja. Zorak ist auch dabei, diesmal mit einem Expert-Belt, weil wir dachten, wenn es Schaden machen soll, wahrscheinlich sehr effektiv, wenn nicht, ist es trotzdem, macht es noch okay Schaden durch Stab und allem. Mit U-Turn, also mit dem Momentum-Move, Flamethrower, Focus Blast und Dark Pulse. Insgesamt ist Zorak in dem Spieltag auch ohne Sash, nicht Sash, sondern Scarf, ganz geil, weil Zorak einfach nicht so langsam ist. Und ja, insgesamt und in dem Matchup ist es halt recht schnell sogar. Dann. Wenn man von Visaflor abzieht, outspeedet ist alles eigentlich im gegnerischen Kader, wenn man von Visaflor und Hydra geht natürlich abzieht. Ja. Dann würde ich sagen, wir kommen eigentlich schon direkt gleich zum Kampf. Für euch wird es ein kleiner Cut sein, für uns vielleicht 1-2 Minuten. Wir sehen uns gleich im Kampf wieder. Und mit hoffentlich einem hexfreien Kampf, wo ein Hitmon in der Probe nichts. 5-mal hintereinander den Stone Edge misst. Bis gleich. Hallo und herzlich willkommen zurück. Wir sind. Für euch ist es nur ein Cut gewesen. Für uns war es doch eine halbe Stunde, weil TJ noch ein bisschen getrödelt hat. Nein, die Liga. Was auch noch. Halt die Fresse. Ja, wir sehen im Gegnerteam quite interesting. Paar Dinge, die ich nicht erwartet hätte. Also, was mir aber halt erstmal Good Luck Have Fun schreiben, ne? Wir sind ja auch vorbildlich. Nee, aber was mir fehlt, ist halt Ravigator und Slowking. Insgesamt sieht halt Hitmon ganz geil aus. Aber auf jeden Fall sieht auch Gurgeist super aus. Wirklich. Und Manectric sieht wieder. Das Einzige, wogegen Gurgeist ein bisschen strugglen wird, ist wahrscheinlich Typ 0. Ja, Typ 0 ist halt Typ so. 0 tankt halt, Typ 0 tankt halt geil, aber gegen Typ 0 haben wir halt einfach Hitmon. Skarm vor allem. Ja, oder der macht nicht gegen Skarm, der kann sich setup, der kann, aber... Der kann halt Flame Charge dabei haben, damit er irgendwann schneller ist, weil wir haben die Ockerberry plus Body Press. Also ich würde jetzt hier eigentlich, wir könnten den Goff Eagle machen, weil sie werden mit Hydra G eigentlich reinkommen und dagegen hatten wir das ja alles. Genau. Also einfach mit, Dings rein. Ja. Ja. Also Goth Eagle? Ja, Goth Eagle. Probably leaden sie einfach hier mit Hydra G. Oder ich sage auch nicht, dass sie mit leaden, weil wenn sie zum Beispiel mit Terrakium leaden, wäre auch super geil. Glurak wäre super geil. Bisaflor 2 wissen wir auch. Was machen wir gegen Terrakium? Terrakium haben wir Power Whip.
Es ist sehr effektiv. Das macht den, ja, das ist ein Gesteinsmon. Ach, frag mich, ja. Und, ich hab grad Duraludon gedacht. Gegen Duraludon wäre halt kacke für uns. Ja, aber wir machen, oder? Machen wir dem... Nee, Duraludon mit also, Poltergeist müsste ich mal kurz gucken. Weil wir haben Priska, deswegen sagen wir mal, sind Specs Duraludon, ne? Mit Poltergeist machen wir die Two-Hit, aber die One-Hitten uns halt mit einem Draco. Ja, aber wir sind Sash und wir können das Item frisken und das fände ich halt sehr nice. Ja, deswegen. Wir müssen ja noch auswählen, als was wir Zoroark haben wollen. Ach ja, also ich sag, Goth Eagle ist unser Lead. Goth Eagle Lead, Zoroark als das Tarnen auch, oder? Oder wollen wir so, ich würde Zoroark sogar als Hitmon tarnen, bin ich ehrlich. Wirklich? Ja. Weil, okay, wenn Hitmon angreift, also dann... Also das heißt, Zoroark als zweites und Hitmon als letztes dann auswählen, bitte. Wirklich? Bist du sicher? Ja, Zoroark muss man als zweites auswählen und Hitmon als letztes dann. Okay, weil Zoroark forst halt Typ 0 rein und Hitmon darf nicht in Typ 0 rein. Also deshalb. Ja. Okay. Es ist die Hydro-G. Es ist der Set. Oh, es ist Set. Sash funktioniert doch aber nicht, oder? In jedem. Wegen. Oh, in jedem Fall, wir drücken hier Trick Room, dann sind wir danach schneller. Na? Wir drücken jetzt in jedem Fall hier Trick Room, oder nicht? Warte. Excelgo. Also wie gesagt, die können immer noch Specs. Und übrigens, im Trick Room sieht Skarm und Hitmon noch insaner aus. Ja. Also müsst ihr gucken. Die sind Sash. Die sind Sash. Ja. Achso, ja, genau. Die sind KFG für jeden Fall keinen Specs. Das ist sehr nice. Vielleicht haben sie halt Final Gambit nicht dabei, aber Trick Room müssten wir halt eigentlich. Ja, also Trick Room, selbst wenn wir jetzt sterben sollten, danach können wir halt mit Skarm. Ja, sehr geil. Trick Room, das ist eigentlich das Beste. Weil. So, sie wollten gucken, ob es Zoroark ist. Sie haben gedacht, es ist Zoroark. Okay, die kommen in Salt rein. Rockside immer, oder? Rockside, ja. Warum nicht? Dafür ist es dabei. Ja. Sie denken, sie leben einen Hit, aber sie leben keinen Hit. Ja! Oh mein Gott! Erster Kill! Vier Turns Sonne. Das Chlorophyll, den kann uns nicht killen. Ja, und sie müssen jetzt mit Type 0 ihre eigene Sonne ausbauen. Gott, das klappt so gut. Ja, wirklich. Wieso? Alle Gegner werden voll überrascht von Trick Room, aber wir haben auch noch nie Gurgeist irgendwie gespielt. Krass oder so. Oh, erst okay. Vino. Oh, okay. Was hatten wir da dabei? Wollen wir einfach Poltergeist oder nicht? Hatten wir nicht gesagt, Poltergeist einfach rein? Ja. Aber warte mal, die Poison Attack macht trotzdem viel, ne? Bruder, ganz ruhig. Sie drücken jetzt einfach. Dutch Bomb oder nicht? Scheiße. Nein, sie drücken jetzt einfach Meteorologe. Das wäre auch eine Idee. Wir sind ein Dings-Pokémon und wir haben keine Resistance. Die Sache wäre, wir können jetzt in Tim. Ja. Weil sie haben keinen. Ja, true. Wir können eigentlich mit Tim jetzt die Sonne wegstoren, oder nicht? Ja, aber weißt du was? Was? Ich glaube, wir greifen sogar einmal an. Okay, Poltergeist, komm. Also ich würde sagen, wir sacken wirklich das Ding, weil danach haben wir den Trick und danach kann Tim das ganze restliche Team hops nehmen. Ja, komm. Also ich sag, wir bleiben hier. Ja, komm. Okay, es trifft, sehr geil. Export. Ja! Nochmal, einfach nochmal. Einfach nochmal. Rein da. Warte, Type 0, dann sollen sie ihre eigene Sonne. Ja, damit sollen sie ihre eigene Sonne. Ja, das nehme ich in Kauf. Obwohl, können wir jetzt nicht in Hitmon und dann einen jetzt Kill? Die dachten wahrscheinlich, wir sind Band, aber nee, das macht einfach gut Damage. Ich sag Poltergeist, und wenn sie rauswechseln, haben wir dann immer noch Gurgeist. Ja, wenn sie jetzt auf Typ 0 rauswechseln, ist kein Problem. Denn wir haben jetzt hier eine Runde Trick Room noch und wir können jetzt hier einmal nochmal Power Whip rauskriegen, oder nicht? Lass doch noch einmal Trick Room, weil dann können wir mit Tim Faxen machen. Nee, weil können wir nicht. Wir können ja nicht in Trick Room Turn nochmal Trick Room, das funktioniert nicht. Achso, ja. Wir müssen erstmal antreiben. Ja, Power Whip. Ich hoffe, wenn das Ding jetzt plus 1 geht, würde das irgendwas jucken? Plus 1 Speed? Nein. Nee, oder? Nee. Aber dann drücken wir Power. Okay, wir treffen, sehr geil. Toxic. Trick Room. Können wir nochmal Trick Room. Einmal nochmal Trick Room rücken.
Also no joke. Gogas hat hier gerade einen echt guten Job gemacht. Also ja. Du sagst nochmal Trick. Ja, damit wir halt schneller sind. Obwohl, das Ding kann probably trotzdem schneller sein. Aber wenn es dann jetzt auf Flame Charge geht, wenn es dabei hat, ne? Ich kenne das Set ja. Ja, warte, wir waren mit Power im Trick Room schneller, das heißt, wir sind normalerweise langsamer. Ja. Das heißt, es ist halt Min Speed. Und sie können mit, das heißt, ab jetzt ist Zorak übrigens ultra krass, weil Bisaflor kann nicht mehr in der Sonne, weil es ist ein Turn noch, das heißt, sie können mit Bisaflor keine Sonnen-Action mehr machen. Ja. Deshalb sage ich, drücken wir nochmal Power Whip, um das halt anzuchippen? Können wir auch machen. Aber es könnte uns jetzt auch einfach umbringen. Ja, aber ich würde Power Whip drücken. Probably sind wir wahrscheinlich schneller mit Tim. Deswegen können wir einfach jetzt hier Power Whip drücken. Also 32%, die sind Full HP. Aber was ist, wenn sie jetzt wieder rausgehen, trotzdem auf Bisaflor, weil sie halt Power Whip erwarten? Oder Rockslide? Dann sind wir im Trick Room. Sind wir halt nicht, weil wir könnten jetzt Trick Room halt drücken, das meine ich ja. Okay, aber danach haben sie eh keine Sonne mehr und dann. Warum hast du es Goethe Girl genannt, also Goffy Girl? Du hättest auseinanderschreiben sollen, du kannst Goffy Girl nicht schreiben, du Faggot. Goethe Girl finde ich besser Name, so heißt Google ab jetzt. Okay, sagst du Power Whip einfach oder Trick Room? Ich sag Power Whip. Komm. Ich auch, weil ich sag, ich möchte Tim keinen Toxic fressen lassen. Ja. Newton kommt. Oh mein Gott. Ja. Das ist gerade Zeit. Bisaflor ist auf 35%. Wir können danach in. Bino. Ja. Tatsächlich. Okay, sie sind sehr. Okay, aber sie müssen auch gerade die Plays machen. Die Sonne ist halt weg jetzt und wir drücken jetzt hier. Wir drücken jetzt. Das Ding opfern wir jetzt eh. Wir drücken jetzt hier eigentlich in Hoffnung. Wir drücken jetzt hier einfach nochmal Power Whip, oder nicht? Oder warte mal kurz. Warte mal kurz. Dinosaur. Chlorophyll Sweeper, probably. Ja, Power Whip geht hier. Ich würde einfach Power Whip drücken, oder nicht? So. Ja, oder Trick Room. Naja, was soll der Trick Room jetzt noch machen? Wir wollen dann mit manchmal schneller sein. Besonders wenn wir halt Rapid Spin dann haben oder so. Ja, aber warte mal, wenn wir den Trick Room jetzt rausbekommen. Ja. Weil wir sterben ja danach. Mhm. Dann ist Tim drin und Tim holt dann. Also Tim killt Type 0, weil der ist nicht für Steph, habe ich beim Kalk. Terrakium stirbt. Aber der Typ 0 könnte probably langsamer sein als wir. Der müsste halt schon viel Speed spielen, um schneller als ein Min-Speed-Dings zu sein. Also er ist auf jeden Fall schneller als. Ich will halt auch einfach Power Whip drücken, falls sie jetzt wieder rauswechseln, weil sie Ballsy sind. Oder ja, siehst du, die drückst Dutch Bomb einfach. Das heißt, sie hätten eh nicht den Trick Room rausbekommen. Warum Manectric? Wir können jetzt hier einfach einen. Tim gehen oder nicht? Nein, weil Tim frisst jetzt noch einen Hit von Bisaflor, wenn die das hacken. Ah, stimmt. Zoroark und einfach U-Turn. Ja, stimmt. Und dann. Das finde ich. Ja, Zoroark U-Turn und dann könnten wir eigentlich auf Tim gehen. Warte, ich guck mal kurz nach. Oder halt Zoroark U-Turn into Miltank finde ich auch nicht schlecht. Weil in Miltank schicken sie probably einfach Terrakium rein, was wir da mit einem Body Press maybe rausnehmen könnten. Warte, ich muss jetzt mal kurz gucken. Also Power hat 18% gemacht. Richtig? Warte kurz, Terrakion, ne? Terrakium kriegen wir nicht down. Wir müssten Zen Headbutt gegen Terrakium drücken. Oh Gott, nee. Ich will gerade kurz gucken. Was könnten wir am meisten forcen? Wir könnten. Wir haben kein Ground-Type dabei, ne? Ja, aber. Das heißt, was schmeißen sie in den Manectic rein? Sag mal bitte. Ey, ich würde halt. Ihr Type 0 ist hier Switchen für Manectric, weil das ist speziell defensiv. Also, weil der Kalk sagt, entweder ist das. Also, ist auf jeden Fall Full HP, kein Fist-Def und kein Speed. Mhm. Kann auch Full Speed sein, aber das glaube ich nicht. Ich glaube, wir gehen jetzt hier in Zoroark und drücken U-Turn, weil das killt immer auf der Range. Ja, klar. Und wir sind immer schneller. Die sind Expert-Belt, kein Scarf. Den ging es vielleicht auch, wir haben wieder die Fake-Out-Prio, aber ich sag, wir drücken hier immer U-Turn. Ja. Dann Bisaflor jetzt aufheben und danach können wir halt immer Neck-Trick oder so. Mhm. Okay, sehr geil. Die Second ist, so. Was ich jetzt sagen wollte, ich will jetzt mal kurz gucken. Wir könnten jetzt hier wirklich in Hitmon gehen, dann würden sie es checken. Aber was bringt uns das? Was bringt uns das? Hitmon kann kein Hitman, ja, das weiß nicht, ob die das checken.
Probably würde ich einfach sagen, wenn wir hier in Manectic gehen, ne, wir können ja in die Mega gehen, kriegen wir Typ 0 Macht und Zeit fertig, so. Ich bin ehrlich, wenn das Spezial ist, macht das so. Können wir nicht hier einfach ins Skarn? Ja, wir können auch einfach jetzt hier ins Skarn gehen. Und ja, das sehe ich gerade am besten, weil wir überleben immer noch mit der Story, den Hit von ja. Excel. Kein Move, der kann nur Focus Blast gegen uns drücken. Ja, true. Ich sag Skarn ist das Beste, weil ja. Terrakium und wir haben Story gegen Duranodon, wir haben Himari Tag 0 auch Body Press und wir haben die Rocks. Ja, okay. Sehr Skarn, oder? Skarn. So, wir mal gucken. Und vor allem, wir gucken jetzt, was sie denken, macht Druck auf Skarn. Weil wenn sie in Axelgor gehen, dann müssen probably sie eigentlich... Probably Terrakium. Nein. Nee, niemals. Das ist ja der, Switch. In, okay, Duranodon. Duraludon, okay. Probably, ich sag dir, was es hat. Es ist ein Bex Thunderbolt Duraludon. Wir können hier probably einmal Body Press drücken trotzdem. Warte, wir können hier eigentlich einmal in Tim. Oder wir können die Rocks legen, das finde ich sogar. Entweder legen wir, warum die Rocks? Die Rocks sind nicht mehr so wichtig. Obwohl doch, naja. potenzielle Sash. Ja, Rocks. Bei dir haben auch keinen Defogger dabei. Nee, der ist gerade tot übrigens. Ja, alles gut, deswegen Rocks bleiben dann immer. Und desto mehr sie switchen, desto mehr Schaden kassieren sie. Also das Ding ist, sie werden jetzt hier Thunderbolt drücken. Oder hat das Flamethrower? Hat's mal kurz gemacht? Nee, es hat. Nein, es hat. Aber wieso wäre das schlimm? Das Ding ist halt, ich wollte halt sagen, Body Press macht den jetzt hier eigentlich, wenn sie ein offensives Set sind. 64 bis 76. Und wenn wir dann auf Manectic gehen, können wir sogar wahrscheinlich mit einem Thunderbolt killen. Weil wenn wir danach, Skarn behalten, also wenn wir jetzt hier, entweder drücken wir Rocks oder Body Press und gehen danach raus in Manectic. Und aber ich hätte halt gedacht, Body Press, damit wir danach kein Overheat nutzen müssen, sondern halt Thunderbolt. Ja, und vielleicht legen sie auch jetzt hier selber die Rocks. Ja, deswegen. Aber das ist, nee, sie müssen eigentlich angreifen. Wir können aber auch in Team gehen und Skarn fit behalten für alles andere aus ihrem Team. Aber wozu ist Skarn noch richtig wichtig? Für Terrakium, das ist der Switch dagegen. Ja, okay. Wir könnten jetzt auch hier einfach raus auf Team gehen. Ja, weil der ist dafür da. Ja, komm, wir probieren. Warte, ich guck mal kurz, wie viel er nehmen würde. Ja, der nimmt mit. Wenn sie jetzt hier Draco drücken, ne? Können wir uns einfach danach mit Drain Punch hochheilen. Ja, und wenn sie in Axelgor gehen, dann haben wir halt, dann sind die halt low HP und können nicht mehr mit Final Gambit Faxen machen. Also ich sag, wir gehen jetzt hier in Tim. Ja. Die haben kein U-Turn oder Volt Switch oder so, also weiter. Ah, die sind ja Focus Sash wegen, obwohl, Rocks wegen dem Focus Sash von Axelgor. Oh, es ist zu verlockend. So und so, ne? Ich würde sagen, wir legen die später. Okay, komm. Die kriegen die auch. Komm. Also sie überlegen übrigens, das heißt, sie wollen gucken. Also sie müssen überlegen, weil sie müssen gucken, ob die jetzt rausdoublen oder so. Wenn sie aber so lange überlegen, glaube ich, trauen sie sich jetzt irgendwas zu tun. Da finde ich die Rocks gerade eigentlich, oder Body Press eigentlich auch sehr gut. Deswegen jetzt, ich bin ehrlich, wenn sie jetzt trauen sich zu doublen, dann bin ich ehrlich, ist Tim der Play. Weil, guck mal, wenn sie jetzt rausgehen auf 0-0, killt Tim eigentlich fast alles, außer jetzt ein Axelgor, was halt uns Probleme macht, weil es halt uns einfach killt, weil Axelgor ja, probably... Wenn Axelgor jetzt reingedoubbelt kommt, dann bringt uns Body Press und Stealthrock jetzt auch nicht so viel. Weil Axelgor hat wie viel Leben? 164. Das heißt, bei uns lebt nur einen Hit, nicht siebten Hit. Leider. Ja, es hat 364. Ja. Deswegen, weil man spielt das Max HP, wenn man das Final Gambit spielt. Also, es wundert mich, dass die uns... Ja, deswegen, eigentlich, Rocks sind doch grad geil. Eben, wir können halt einfach Rocks und dann auf Tim rausgehen oder auf Manectic. Na gut, dann gucken wir, gegen Type 0 können wir können halt jetzt hoch. Wir können halt uns jetzt den Schaden angucken. Weil wenn die jetzt nicht die Sturdy triggern, sind die zu einer hohen Wahrscheinlichkeit. Warum wir Deckenlampe da? Wenn die jetzt nicht, wenn sie nicht uns killen, haben sie zu einer hohen Wahrscheinlichkeit keine Specs dabei. Ja. Wenn, sagst du Body Press oder Stealthrock? Ja, Specs, ohne Specs würden sie uns niemals in eine Range bringen. Ich würde Rocks sagen. Rocks? Okay. Ich hab gelegt, okay.
Okay, sie können jetzt eigentlich rausdoublen. Das ist eigentlich free. Was haben sie gemacht? Draco. Die haben Draco gemacht. Wie viel hat Draco gemacht? 71%. Ich kalk auch nochmal. Ja, 71 ist modest. Modest Specs. Also, Specs modest, die müssen. Die sind jetzt hier auf minus 2, ne? Waren wir schneller? Also die waren schneller, ne? Aber das könnte auch eine Tim mit Max Roll gewesen sein. Ja, aber natürlich sind sie schneller. Die sind schneller. Die killen uns hier mit noch einem Draco. Wir können jetzt aber hier einfach auf Tim rausgehen. Oder halt auf eigentlich auf Tim. Wir gehen jetzt hier rein. Wenn wir in Tim rausgehen und sie in Exelgor, dann killen uns die Final Gambit nicht mehr. Eigentlich. Ja. Nee, dann. Beziehungsweise der Sash ist gebrochen, die sterben dann einfach. Drücken nochmal Draco. Okay. Geil, das ist ziemlich geil. Jetzt drücken wir hier Drain Punch. Immer. Oder sogar Rapid Spin. Drain Punch ist besser, wir hauen uns mehr hoch. Ja, jetzt kommt Exelgor. So. Ja, der Damage, den nehme ich geil mit. Ich sag Fire Punch. Ja. Werfen wir jetzt den Arm ab, weil. Nee, das Ding ist halt, das ist jetzt auf 44% Leben. Ne, ich kann jetzt gucken kurz. Exelgor auf 44% Leben. Wie viel Schaden es uns mit einem Final Gambit macht, wenn es full ist, ne? 44 macht es uns 48%, genau. 48%, das ist. Das ist vertragbar, wenn man jetzt hier einfach das Ding mit Fire Punch rausnimmt. Okay, nehmen wir es mit Fire Punch raus oder heben wir uns das Ding auf? Weil wenn wir. Nee, warte, mit 48%. Warte, ich muss nochmal kurz kalken, falls das Mon. Weil können wir nicht einfach hier in den Miltank gehen? Warte mal kurz, wie viel Prozent Leben haben die gerade? Ah, 44, ne? Die machen uns 52, sorry. Weißt du, was ich mehr für ein Play sehe? Wir gehen jetzt hier in den Miltank, wir überleben safe alles, weil sie werden jetzt hier nicht auf Fokus. Ja, aber übrigens, Stonehenge würde mehr Schaden machen in dem Fall, aber. Warum sollten wir nicht auf Fire Punch gehen, falls sie zum Beispiel jetzt wieder rausgehen in irgendwas anderes? Aber Miltank sehe ich jetzt gerade nicht. Ich sehe halt jetzt gerade, die drücken jetzt hier maybe Final Gambit oder irgendwas anderes. Ich will das Ding einfach tot sehen, falls sie jetzt rauswitchen und die irgendwie sich setupen oder sowas, sie vielleicht nicht können, aber. Aber ich sag, wenn sie rauswechseln, dann können wir einfach mit Miltank machen, mit Body Press, weil das. Ich finde einfach jetzt hier Fire Punch ist gut. Vertrau mir. Wirklich, weil ich will keinen Chip auf Hitmon noch haben, weil dann überleben wir noch einen Terrakium-Hit und gewinnen das 1v1 gegen die alle. Weil Gen 2 Huse died jetzt nicht. An nichts. Aber probably, wenn sie jetzt hier rauswechseln, zum Beispiel schon in Terrakium, ne? Sind wir ja schon so gut wie voll. Die machen uns jetzt 50% Damage ungefähr, ne? Und wir könnten aber auch hier, wenn wir jetzt eine Final Gambit predicten, einfach Drain Punch wieder drücken, dann heilen wir uns halt wieder um 10%. Oder wir drücken halt Rapid Spin und sind dann probably schneller als etwas. Nein, wenn wir die Final Gambit drücken, dann sind die tot und wir haben gar nichts gemacht. Weil wir ins Nichts treffen. Ja. Aber okay, warte, Miltank, ich guck mal kurz, wie viel Schaden Miltank kassiert von Final Gambit. 50 ungefähr. Ja, aber das killt uns halt nicht und Miltank sieht hier gerade halt super nice aus. Ja, komm, mach. Weil Hitmon, ich will keinen Chip. Es kommt. Final Gambit. Sehr gut. Das ist sehr gut. Okay. Terrakium kommt raus. Terrakium kommt rein. Und wir gehen ins. Ist das? Na, obwohl es kam, ist so low, ne? Ja. Warte kurz. Miltank. Ich hab schon gekalkt. Ich hab jetzt schon gekalkt. Hier müssten wir eigentlich Zenhead drücken. Wenn du willst, weil Zenhead macht, wie viel Leben haben die nochmal gerade? 97, ne? Ne, 92. 94. Zenhead hat eine 50% Chance zu Tuit KO'n ungefähr. Und die töten uns wahrscheinlich einfach mit CC. Body Press macht weniger Schaden als Zenhead hier. Mhm. Wir können auch für den Flinch gehen, das sehe ich auch. Ja, das wäre halt eine Idee, aber ich weiß jetzt nicht, ob wir dann jetzt hier einfach vielleicht sogar Skarms hacken. Um dann wieder in Hitmon zu gehen. Dann gehen wir in Robin, weil dann haben wir. Warum gehen wir in Manectic? Manectic macht ihm nichts. Yeah. Naja. Dann haben wir einen Bedroher auf dem Raus und können Free Vote switchen. Ja, okay, wäre halt eine Idee, aber. Dann werfen wir halt irgendwas wieder in eine Mine. Wir werfen dann halt. Probably könnten die jetzt auch hier einfach Sword Dance drücken, deswegen, ja. Deswegen, ich würde jetzt hier einfach ins Skarm gehen. Ja, aber wenn die hier Sword Dance drücken. Ja, wenn die jetzt hier Sword Dance drücken, dann machen wir es halt einfach so. Second Skarm geht dann in Tim und ist. Also.
Ich guck mal kurz. Tim Terrakium. Ah, Tim wird gewonnen-hittet von dem Ding. Ja, deshalb stecken wir jetzt hier Scum. Ja, aber das Ding ist halt, nee, Tim wird auch, wir sind trotzdem langsamer, ne? Das darfst du nicht vergessen. Wir müssen danach auf Manectic gehen, um es anzuchippen. Ja, und wir können auch drin bleiben einfach. Ja, komm. Ja. Und sie locken sich jetzt, sie müssen, sage ich, jetzt Close Combat. Ja, komm, mach's dann. Mach gut für Steph, Body Press tut ihnen auch weh. Ja, mach. Oder wollen wir jetzt hier einfach, sein Head drücken? Ich find's halt angechippt geil. Und Metank macht halt später, also Metank brauchen wir jetzt gar nicht mehr so viel. Weil wir haben halt Hitmon. Und es war einfach nur so, jetzt kann Hitmon eigentlich fast alles 1v1. Drücken wir da den Safen Damage mit Body Press? Nein. Wäre halt auch eine Idee. Aber ich weiß halt nicht, der Flinch ist halt geil. Und ja, ich sag, wie weißt du was, wir gehen auf den Flinch. Okay, oder? Komm. Sein Head. Wir treffen Flinch. Rocks, geil. Aber warte mal, aber 45% ist wenig. Nein, das ist genau die Runde. Nee. Halt die Flinch. Doch. Bro. 42, warte, bei mir kalt. Ja, okay. 42,50. Ja, das heißt, wir machen jetzt hier eigentlich nochmal Zen Head. Weil wir können killen. Wir können killen. Ja, das nehme ich halt. Okay. Wir gehen raus. Hier gehen wir ganz klar in Tim. Das war. Wir stacken hier ganz klar Scum. Okay, oder wir stacken erstmal Scum, ja. Weil dann bringt das halt nichts mehr. Ja. Und dann kriegen die halt einen Drop. Weil sie drücken jetzt Draco. Flash Cannon, okay. Flash. Ist es jetzt auf Flash Cannon Warte, wir gehen in Tim und gewinnen, oder? Ja, eigentlich schon. So, wir gehen jetzt in Tim und hier können wir jetzt einfach wieder Drain Punch drücken, oder nicht? Drain Punch bis. Terrakium dreht jetzt auch an Drain Punch. Oder warte. Also, sie müssen ja eigentlich jetzt was abwerfen. Ja, die müssen jetzt hier was abwerfen. Das Ding braucht jetzt wieder einen neuen Move. Ja, und wir können auch. Wir haben mehr Sex als sie noch übrig. Ja. Und Terrakium ist in Kill Range für Miltank und für Manectric. Warte kurz. Also ich glaube, das ist. Warte. Was hätte passieren können? Ja, jetzt kommt das Ding rein. Es lebt, okay. Aber wir sind vielleicht schneller. Ich würde einfach. Warte mal ganz kurz, ich will mal kurz was gucken. Type 0. Ne? Nee. Puls bitte. Damit. Bitte. Ja, dann gehen wir jetzt nochmal einfach nochmal auf Rain Punch. Ja, Pio Pivot. Warte, ich guck mal kurz, du wolltest gerade gucken wegen. Wie viel hat Drain Punch gemacht? 40? Ja, 40 passt vom Schaden, ja. Einfach nochmal Drain Punch. Okay, geil. Jetzt kommt Duraludon rein und wir drücken wieder Drain Punch. Was? Die gehen Duraludon? Das ist. Ihr Beam kommt. Null. Ja, okay. Tschüss. Ich glaube, das ist dann ein GG, oder? Es ist ein 3-0, ja. Es ist ein 3-0. Drain Punch Second einfach hier. Ja, und jetzt kommt Miltank und drückt. Und jetzt Miltank Body Press. Ja, wir gehen Miltank letzten Kill. Ja, Miltank Body Press. Die sind live auf übrigens. Okay, gut. Ja, GG. GG, perfekt. Easy. Es darf Miltank, hat tatsächlich Work gemacht, weil sie die Rocks gelegt haben. Aber der Match-Winner mit Rock-Slide-Dings, Alter. Was ist das? Ja. Ich hab gesagt, es ist Set. So. Trick Room macht alle Sachen kaputt irgendwie von den Gegnern. Also niemand ist auf Trick Room von uns vorbereitet. Was ist das? Und vor allem, Scarf Miltank hat jetzt noch Terrakium umgeboxt. Es hat Excelgor weggeboxt, weil er einfach die Final Gambit-Kacke getankt hat. Ich sag, sie haben Excelgor nicht optimal gespielt. Also, das da einfach in den Drain Punch reinzuwerfen, klar. Aber ich hätte einfach dann Type nur gesackt. Aber ja, ich glaube, es war nicht winnable ab dem Zeitpunkt, ab dem Glurak und Bisaflor tot waren. Also, weil, Dings, wir hatten halt, Manectric und, Miltank und, Tim. Tim hat zwei von den Mons, gecheckt. Und er hat noch genug Sex gegen Terrakium übrig am Ende. Also, ja, okay. Es ist halt, es ist ganz gut ausgegangen. Ich wollen wir nochmal auf die Tabelle ganz kurz gucken, ein bisschen. Ja, ich bin ein bisschen enttäuscht, weil wir keine coolen Sets gesehen haben, so, aber naja. Ja, come on, was sollen sie machen, ne? Sie wollen halt wahrscheinlich, wollten halt einfach versuchen, halt das Beste aus ihrem Team rauszuholen, so ein bisschen. Ja, ich glaube, der größte Fehler war, Rabigato nicht mitzunehmen. Weil dann wäre das Match ganz anders gelaufen, weil mit Electric. Hätten wir Nektrigo auch also, reingekommen. Wir sehen, es ist immer noch der Dreikampf um den ersten Platz.
Währenddessen uns halt am Arsch zwei weitere Teams noch hängen mit 18 Punkten. Wir setzen es jetzt weiter ab. Ich weiß jetzt nicht, ob wir maybe, wenn alles gut geht und so bestimmte Teams verlieren, können wir sagen, dass wir maybe vielleicht in den Playoffs sind. Das erfahrt ihr dann nächste Woche. Ich weiß halt nicht, wie es aussieht. So langsam kommt es halt in die Sache, ob wir safe sind oder nicht. Das wissen wir noch nicht. Wir sind auf einer 19er Differenz, bedeutet wir holen Pion Dragic und Hexen Feed immer mehr ein. Kommt drauf an, ob sie schlechter spielen oder besser spielen oder ob sie verlieren. So, wir sind jetzt halt immer noch safe Dritter. Das kann uns niemand nehmen. Ne? Wir können nicht weiter runter. Das heißt, wir sind immer noch im grünen Bereich. Ja, und spielt nicht Hexen Feed gegen Pion Dragic irgendwas? Hexen Feed gegen Pion Dragic spielt auch bald. Das heißt, wir werden, wenn es so weitergeht mit der Green Streak, Zweiter. Oh, was kann man noch sagen? Ja, Vaping sieht nicht gut aus. Ich weiß jetzt nicht, ob es für die jetzt in den Playoffs wird halt sehr knapp. Wenn nicht sogar unmöglich, langsam. Ne, sie müssen halt jetzt nochmal reinhauen. Ich glaube sogar, manche Teams können nicht mehr Playoffs bekommen wie Raid. Nee. Insgesamt sieht es halt ganz okay aus. Wir gucken uns nochmal die anderen Spiele diesen Spieltag an, weil es ist ganz witzig. Damit wir gucken können, so, was wir so haben. Gegen Pion Dragic muss gegen Egikario, vorletzter Platz zwar, glaube ich noch. Aber trotzdem ein Team, wo wir nur 1-0 gewonnen haben, in der Phase, wo wir noch nicht auf der Höchstleistung waren, wie jetzt, finde ich, eigentlich ist machbar so. Könnte schwierig werden, so dass wir halt was Gutes draus ziehen. Ich gebe beiden einfach viel Glück. Primetime Memos ist okay, so das Spiel. Holies gegen Psychedelics ist halt ganz geil für uns, weil halt Psychedelics immer noch unter uns sind, so ein bisschen. Raid gegen TTT. Spiel gegen Vaping weiß man jetzt. Heroic Hexless gegen Hex with Heat. So, das Ding ist halt, was ich sehe. Heroic braucht jetzt langsam ein paar Siege für die Playoffs und das Team ist ja gar nicht so schwach, ne? Nee. Deswegen sehe ich das, sehe ich eigentlich ein gutes Match und warte, da war's. Das letzte wäre dann halt nur die anderen, die mit unter uns noch hängen, nämlich Nervensägen gegen unseren Gegner letzte Woche, gegen die wir 6-0 gewonnen haben, Bartis. Insgesamt, was wir halt sagen können, möglicherweise setzen wir uns ein bisschen weiter von dem 4. und 5. Platz ab. Kommen vielleicht sogar auf den 2. oder 1. Platz, kommt drauf an, wie die anderen Spiele laufen. Und sind zu 100% Dritter mit 24 Punkten. Ich bedanke mich damit fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne etwas Positives da lassen. Like, Kommentar, Abo, wie ihr wollt. Was cool ist, Leute, ich hoffe, uns auch hier raus. Ich hoffe, ihr habt einen schönen ersten Advent. Und wir sehen uns nächste Woche. Und wir sehen uns nächste Woche zu Spieltag 11 zum zweiten Advent natürlich auch dann noch. Mit dem nächsten Mehltankset. Vielleicht. Nein, Spaß. Es war kein Foreshadowing für für euch Nervensägen. Ihr werdet noch sehen. Wir werden euch fertig machen, weil das ist für mich der wichtigste Spieltag. Ihr könnt euch auf ein schönes Duell freuen gegen die Nervensägen. Schön. Ich würde sagen. Das schwerste Duell, was wir haben werden, was unsere Winstreak brechen könnte. Auf jeden Fall, ich wünsche euch noch allen einen schönen Tag. Bis dahin, ciao.